So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, da jetzt auch endlich die Nicht-Premium-Nutzer, zumindest soweit ich weiß, auch endlich China Rising spielen können, dachte ich mir, ich stelle euch mal die Waffe aus dem DLC vor, und zwar die 1185 A2, geht auf jeden Fall gut ab, das Ding, ich habe die jetzt die letzten Tage eigentlich, ja, hauptsächlich gespielt, ich habe da jetzt ein paar hundert Kills mit, und ich muss sagen, das Ding ist gut, das Ding ist ein Biest, und es gab ja viele Videos, beziehungsweise auch viele Meinungen im Chat, in-game wurde auch oft darüber geflammt, von wegen hier ACE 23 overpowered, die neue M16, und hier und da erstmal, ich halte von diesem, die neue M16, Quatsch, nicht viel, aber wenn eine Waffe den Titel die neue M16 verdient hat, dann nicht die ACE 23, sondern wenn, dann die 1185 A2. So, bevor jetzt hier alle rumfragen und rumspammen, ich sehe es schon kommen, wie man das Ding jetzt überhaupt freischaltet, was man eigentlich auch relativ einfach im Battlelog nachgucken kann, aber viele sind da irgendwie zu faul für oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall, ich sag's euch kurz, ihr braucht in einer, also ihr müsst das Ganze in einer Runde machen, ihr müsst einen Defibrillator-Kill machen, einen Kill mit einem M320 und einen Kill mit einer Pistole und dann habt ihr die tolle Medaille, die heißt Feuerfrei, oder es ist eine Medaille, keine Ahnung, auf jeden Fall kriegt ihr dieses Feuerfrei-Ding da und dann kriegt ihr auch die Waffe. So, mein Tipp an euch, wie es am schnellsten, am einfachsten nicht geht, aber wie es am, wie man es am besten machen sollte, macht zuerst den Defibrillator-Kill, der ist jetzt nicht unbedingt schwer, da den sollte man eigentlich auch relativ easy zusammenbekommen, wenn nicht, irgendwann wird es schon klappen. Macht als erstes den Defibrillator-Kill und dann den Kill mit dem M320 und dann den mit der Pistole. Auf jeden Fall als erstes den Defibrillator-Kill, weil das Schwierigste zuerst ist immer ein bisschen besser. Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund so ein paar Szenen mit der geilen Waffe, auch auf einer für die Nicht-Premium-Nutzer neue Map, sage ich mal. Guilin-Gipfel heißt die, Guilin-Gipfel, und ich sag mal, das ist so, jetzt um mal kurz ein bisschen abzuschweifen, die beste Map, die es für mich jetzt so zumindest in ganz Battlefield 4 gibt, ist eine reine Infanterie-Map, möchte man so sagen, auch in Eroberung und so weiter. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Map, man kann hier richtig geil Infanterie-Action machen und deswegen habe ich die auch mal ganz nice benutzt, um hier so ein paar Clips zu erspielen mit der Waffe. Geht auf jeden Fall ziemlich gut ab, die hat eine Feuerrate von 800, einen Schaden von 30, sogar eine höhere Feuerrate als die ACE, die hat glaube ich nur 700, ich guck mal kurz, 770 hat die ACE, eine höhere Feuerrate, ich dachte immer so die 1185A2, weil im Battlefield 3 war die jetzt ja eher so ein Mittelding und so ein bisschen mit der AUKA 3 zu vergleichen, aber hier ist sie wirklich ganz vorne mit dabei, Feuerrate von 800 wie gesagt, aber ist auch eigentlich scheißegal, Hauptsache die Gegner fallen damit um, also so mein Waffentipp der Woche oder des Monats und oder mein Waffentipp des DLCs oder einfach allgemein mein Waffentipp an euch. Probiert diese Waffe aus, spielt euch damit ein und ihr werdet merken, das Ding ist ein verdammtes Biest. Und wie gesagt, wenn eine Waffe den Titel die neue M16 verdient hat, dann ist es die 1185 A2. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch was zur Waffe zu sagen? Und zwar sogar noch was ziemlich Wichtiges. Also viele denken sich wahrscheinlich, WTF, warum? Aber viele bestätigen auch diese Meinung. Ich habe das schon öfter mal angesprochen. Und zwar das Feeling, was man hat, wenn man mit so einer Waffe spielt. Wie die sich anhört, wie die sich anfühlt, wenn man damit schießt. Und auch, wie sie nachlädt. Und die 1185A2 hat genau wie in Battlefield 3 auch diese geile Nachladeweise, dass sie, ja, dass man hält sie so schräg und zieht das Ding halt raus und steckt das Ding halt wieder rein, ne? Und wenn wir jetzt da weiter drüber reden, kommen wir auf eine ganz, ganz falsche Schiene hier, die ja echt nicht hingehört. Auf jeden Fall, das war's von dem Video. Ich werde jetzt so ein paar Infos raushauen, also falls euch das nicht interessiert. Also mein Kanal betrifft das schon. Und zwar kommt morgen eure Wahl, meine Qual, der zweite Part, denn wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, will jetzt nichts versprechen, aber ich denke mal schon. Gestern kam ja der erste Part, ich habe den relativ spät hochgeladen. Und deswegen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Der ist auch unterm Video in der Videobeschreibung verlinkt und wahrscheinlich auch am Ende im Outro. Auf jeden Fall, gestern kam der erste Part von Eure Wahl. Meine Qual ist jetzt auch, wie gesagt, endlich wieder in Battlefield 4 dabei. Und morgen kommt denn der zweite Part, werde ich dann morgen aufnehmen. Und ich hoffe, es wird lustig. Ich bin mir sicher, es wird lustig. Und es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich und ich sag einfach mal, das war's von dem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Daumen hoch wäre super, Daumen runter wäre scheiße. Ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.